Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute meine Produkte, die ich in den letzten Wochen leer gemacht habe. Ich muss dazu sagen, ich fange dieses Video jetzt zum 1.000.000. Mal an. Ich weiß nicht, was heute bei mir los ist, aber ich kann nicht mal einen Satz vollständig, dass es flutscht, sagen. Und ich werde jetzt, egal ob ich mich verplapper oder ob ich Blödsinn rede, ich mache jetzt einfach weiter, weil ich möchte unbedingt die Produkte nach diesem Video nach draußen in die Tonne bringen, weil es hat sich voll viel angesammelt und das sipscht und glippt schon in der Tüte. Deswegen seid mir bitte nicht böse, es ist nach Feierabend. Ich habe noch nicht gegessen, aber ich möchte euch unbedingt das jetzt zeigen, sonst werde ich heute noch wahnsinnig. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ich hoffe, dass das 1.000.000. Mal jetzt klappt. Und ich denke, es sind über Zehntausende von Outtakes mit dabei am Ende des Videos. Also viel Spaß! Also das erste Produkt, was ich euch jetzt zeige, habe ich dreimal leer. Das ist von Palmolive, mein Sanft and Sensitive. Das ist mein Duschgel, was ihr alle schon kennt. Es hat hier noch 300 Milliliter. Und jetzt das neue Design hat 250 Milliliter und kostet, ohne dass es im Angebot ist, 1,55 €. Und ich meine, dass der Preis vorher auch so war, aber ich möchte nicht drauf schwören. Aber ich habe es noch nicht, weil ich halt noch zwei Backups davon habe. Dann habe ich von Isana eine Sommerdusche Maracuja und Kokos LE gehabt. Genau, das ist diese hier, dieses Gelbe. Und das hat so super lecker gerochen. Das hat echt richtig, richtig lecker gerochen. So sah das aus. Kokosnuss, Maracuja. Das ging relativ fix alle. Ich habe das aber auch als Badezusatz genommen einfach, weil ich fand den Geruch einfach so... Das war echt, als wäre ich im Maracuja erstmal eine Runde schwimmen gewesen. Das war super. Dann habe ich noch leer gemacht. Ich mache mal hier mit den Shampoos weiter. Einmal von Glisskur. Einmal von Glisskur. Das Liquid Silk Shampoo, Glättung und Glanz für Haare wie Seide. Das ist dieses Rosa, ne? Das glitzert auch richtig, richtig schön. Ich mag das voll gerne. Und es riecht auch super. Weil ich habe hierfür nämlich auch die Glisskur, diese Sprühspülung mit diesem Pumpverschluss, habe ich leer gemacht, habe ich mir auch schon wieder neu nachgekauft, weil ich komme von diesem Duft nicht los. Ich habe mal von dem Schwarzen, glaube ich, bei meiner Freundin das probiert, aber das ist nicht so meins. Also ich greife immer wieder zu dem und das wird es auch noch, es wird immer in meinem Regal landen, immer. Dann habe ich das leer gemacht, das habe ich leer gemacht. Dann von Elvital L'Oreal, die beiden. Das ist fünf. Total Repair 5. Das ist dieses hier. Habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Ich mag es, es riecht gut, es ist toll und ich kann es nur empfehlen. Also ich finde es wirklich sehr, 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 sehr gut. Und im Haushalt hatte ich noch gefunden, in meinem Hortungsraum sozusagen, von L'Oreal das Elvital Arginin Resist 3. Das ist dieses schwarz-pinke. Das mochte ich auch eine Zeit lang, aber ist jetzt nicht so, dass ich mich drauf freue, mir das in die Haare zu schmieren. Vor allem bei dem Total Repair, dieses rot-weiße, das schäumt richtig doll auf und das mag ich ja richtig gerne. Dann Haare noch irgendwas? Ja, und zwar ist leer gegangen meine Frizz Ease, die Wunderkur tiefenwirksame Intensivmaske. Dieses lilane Pöttchen ist jetzt auch endgültig leer. Oder war es schon, das krümelt schon, solange liegt es in der Tüte. Ich fand es gut. Es war wirklich sehr, 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 sehr weich danach. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich würde es mir nicht nochmal holen. Es sei denn, es ist im Angebot und ich bin gerade kauffreudig. Denn vielleicht nochmal, aber ich weiß nicht, warum ich mir das nicht nochmal holen würde. Ich glaube, ich bevorzuge dann lieber die von Glisskur, diese kleinen für 99 Cent. Die finde ich genauso toll. Und deswegen, also es ist gut, aber ich würde es mir jetzt nicht nochmal nachkaufen, unbedingt. Was ist noch leer gegangen? Mein Haarspray von Nivea, mein Extra Strong in der Nummer 4. Was gibt es zu sagen? Ihr kennt es, ich benutze es immer und es riecht lecker, es hält gut und es ist günstig. Dann habe ich noch ein Deo gefunden, mal was ganz anderes als zu meinem Adidas. Das habe ich parallel dann auch noch leer gemacht, hatte es immer mit in der Handtasche. Das ist von Fa, das Nutri-Skin 48 Stunden. Mit 7 nährenden Pflegestoffen, das ist dieses
pinke, mit diesem pinken Fläschchen. So sieht das aus. Das ist dies. Das roch ganz gut. Es war jetzt nicht mehr so viel da drin, aber es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was ich jetzt habe, meinem Adidas. Also dann zeige ich, auch wenn einige sagen, das will keiner sehen, ich zeige euch trotzdem, weil ich finde, zu aufgebrauchten alle Videos gehört das, was wir wirklich alle gemacht haben oder leer gekriegt haben. Und zwar habe ich insgesamt 180 Wattepads verbraucht. Einmal die hier von Lili B, 60 Wattepads super soft. Das sind die hier gewesen. Und von Lili B, 120 Wattepads aus 100% Baumwolle. Die sind jetzt auch alle. So, dann gehen wir mal über zum Gesicht. Nein, noch nicht. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich da noch das Video gedreht habe, das ich euch gezeigt habe. Ich habe von Dove das Go Fresh Feuchtigkeitspflege Body Lotion gekauft gehabt. Könnt ihr das sehen? So sieht das aus. Und hat kühlende Pflege mit grünem Tee und Gurkenduft. Und ich fand das so lecker. Gerade jetzt, wo wir vor 2-3 Wochen wirklich so manche heiße Tage hatten. Wir hatten wenig, aber wir hatten sie. Und wenn man das nachher raufgemacht hat, das hat so einen kühlenden Effekt gehabt. Das fing voll so, ich habe richtig Gänsepelle immer gekriegt. Das war ganz cool. Also ich fand das richtig toll und das hat so lecker gerochen. Das tat richtig gut nach so einem sonnigen Strandtag. Also ganz, ganz, ganz herrlich fand ich den. Richtig toll. Das war echt lecker. Also das kann ich wirklich empfehlen. Das war eine Erfrischung pur. Dann habe ich leer gemacht. Jetzt kommen wir mal zum Gesicht. Jetzt bin ich endlich angekommen. Und zwar von Clinique ist leer gegangen. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten schon gezeigt habe. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ich muss ja auch erstmal wieder reinkommen. Auf jeden Fall das Liquid Facial Soap Mild. Das habe ich euch auch schon gezeigt in meinem Einkauf von Clinique und ich bin davon immer noch begeistert und Clinique hat mir wirklich, was Gesichtspflege angeht, sehr, sehr, sehr geholfen und ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich jedem ans Herz legen kann, es mal auszuprobieren. Ich weiß, dass einige, das hatte ich im Privaten auch, einige Freundinnen haben das auch von mir ausprobiert. Bei den einen hat es super geklappt, bei den anderen ist es entweder gleich geblieben oder sie hatten das Gefühl, es ist sogar schlimmer geworden. Also ich kann natürlich immer nur davon ausgehen, was bei mir ist und deswegen empfehle ich es ja auch nur. Also ich fand es gut, wirklich. Clinique Rinse of Foaming Cleanser. Das war mein Reinigungsschaum, um mein Make-up zu entfernen. Das ist jetzt auch radikal leer. Da ist noch so ein bisschen drin. Ich glaube, eine Anwendung kriege ich noch raus. Und das fand ich wirklich toll. Das hat nicht gebrannt. Und bei dem ist das, wenn ihr euch damit das Gesicht so einschäumt und dann mit dem Wasser wieder abspült, dann kennt ihr noch von früher diese typischen Seifen, auch jetzt noch von Fah, von Dove, die gibt es ja überall. Aber ich weiß es immer noch, ich verbinde das immer bei Oma damals. Die Seife, wenn man sich gewaschen hat, dann wurde die Haut so stumpf. Man hatte dann immer so einen Widerstand. Und das ist bei der auch. Und das finde ich irgendwie voll cool. Also von daher, und sie hat es gut sauber gemacht. Und die hat gekostet... Kann ich nicht mehr erkennen. Ich glaube, das hat 19 Euro gekostet. Momentan bin ich wieder bei meinen BB-Tüchern, weil ich ja jetzt diese anstrengende Zeit hinter mir habe. Und war ein bisschen faul und habe gedacht, scheißegal, wenn ich jetzt Pickel oder sonstiges kriege. Alles andere ist jetzt nicht so wichtig, aber jetzt das Hauptthema. Und deswegen, aber so würde ich es mir auf jeden Fall wieder kaufen. Ich meine aber, es gibt auch noch eine andere. Aber was will ich eigentlich jetzt euch übermitteln? Ich wollte euch eigentlich sagen, ich kann es empfehlen. Aber ich glaube, ich werde nicht das jetzt nachkaufen, sondern so Reinigungsschaum will ich mal gucken bei Douglas, was sie dann noch so rumfliegen haben. Dann natürlich alle geworden ist mein Augen-Make-up-Entferner von Jade, das Special Waterproof. Das ist diese... zum Schütteln, dass sich das beides miteinander verbindet, bin ich auch immer noch von begeistert. Ganz, ganz toll. Und jetzt kommt es. Jetzt kommen vier interessante Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich eins schon davon erzählt habe. Ich habe leer gemacht. Mein Essence Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Jetzt ist er wirklich leer. Ich hatte drei Stück und der ist jetzt auch alle. Das heißt, ich brauche jetzt definitiv einen neuen. Ich liebe den. Ich liebe, liebe, liebe den. Das ist die 02 My Milk Shake. Ich vergesse den Namen immer wieder.
weil ich immer den Kleber habe, mache ich Rovinus. Der ist auf jeden Fall alle geworden. Mein BP Lebe... mein BB Lippenpflegestift. Der ist einmal alle gegangen. Und, was sehr, sehr traurig ist, mein Bobbi Brown Concealer hat sich dem Ende zugeneigt. In der Farbe Warm Beige. Das sind ja diese in dem Pöttchen. Der ist jetzt leer, also wirklich radikal leer. Ich habe das ja noch so aus den Enden gesaugt. So sieht es jetzt aus. Deswegen mache ich jetzt gerade noch die ganzen anderen Concealer, die ich hier rumfliegen habe, leer. Ob es jetzt meine Camouflage ist von Alverde. Also das ist echt ein Traum. Den muss ich mir bald mal wiederholen. Und stellvertretend, oh mein Gott, ihr kriegt alle einen Orden, wenn ihr es schafft, das Video zu Ende zu gucken, bei dem Quatsch, den ich heute alles rede. Die I Love Stage Eyeshadow Base, stellvertretend, das ist jetzt die neue. Die alte habe ich, glaube ich, irgendwie weggeschmissen. Die war nicht mehr in der Tüte mit dabei. Aber sie ist leer, deswegen hatte ich mir auch vorletzte Woche oder letzte Woche dies hier neu gekauft. Und alle geworden ist meine Volume Mascara von I Love Extreme. Das ist ja diese schwarz-pinke. Die kennt ja auch schon jeder. Und habe sie mir auch schon natürlich nachgekauft. Habe ich noch was leer gemacht? Nein, ich habe es geschafft. Hey, ich könnte mich gerade selber in den Arm nehmen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie viele Anläufe ich jetzt hier gehabt habe, wie oft ich neu angefangen habe, wie oft ich mich selber hätte würgen können. Ich denke, ich werde ein paar Outtakes mit Sicherheit ranbringen, weil ich glaube, ich habe mehr Outtakes als Hauptvideo. Und von daher, ich wünsche euch viel Spaß noch beim Zugucken und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin. Tschüssi! Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Hallo ihr Lieben, Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar hoffe... Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Sana, das Sommerdusche Maracuja und Kokos, das war eine limitierte Edition. Limitierte Edition, wie auch immer. Fand ich auch sehr gut. Ich habe es mir nämlich gekauft, weil ich habe doch dieses Sprühfläschchen hier. Die Haarkur ist das. Nee, ist das doch Gliss? Nee, was ist denn das nochmal? Genau, sofort leichte Cam. Ich habe jetzt schon 700 Mal angefangen, das Video zu drehen und irgendwie kriege ich es nicht auf die Reihe. Ich mach einfach weiter. Und zwar sofort leichte Cambag. Hallo ihr... Oh Gott, ein Fussel. Zusammenreißen. 3, 2, 1. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute meine Produkte, die alle gegangen sind. Und zwar führe ich die Reihe weiter fort, das alle. Falsches Deutsch. Ich kann auch nicht so viele Fehler in einem kleinen Video machen. Wusa. Klappe die Tausendste. Na? Was ist los, Cinderella? Ich krieg das nicht hin. Tada! Okay, nochmal. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Eins, zwei, drei. Und bevor ihr gleich wieder... hab's mir aber nicht nachgekauft. Ich habe jetzt wieder das... Was habe ich denn jetzt momentan? Weiß ich gar nicht, was ich habe. Und ich würde sagen, ich muss das Video jetzt zum 10.000. Mal wieder anfangen. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute meine Reihe von alle weiter. Sprich, meine aufgebrauchten Produkte der letzten Wochen. Ich habe das ja zum letzten Mal gedreht, bevor ich
Was rede ich denn hier eigentlich? Die sind ja nicht doof. Die wissen ja wohl, was ich meine. Also brauchst du das nicht immer so erklären. Hm? Wusa! Ich bin zu... ist ja auch nicht. Ich werde dieses Video heute abdrehen. So. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Was war das denn? Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Die ersten drei Produkte... Die ersten drei Produkte, die ich euch zeige. Hilfe nicht, daran hat mich das erinnert. Und das habe ich aber nur als Badezusatz genommen und meine Katzen drehen gerade hinten wieder durch. Ich habe dieses Video jetzt schon 1 Million Mal versucht zu starten und durchzuführen. Und 1000 Mal habe ich mich verplappert und jetzt ist Flutschi drin und jetzt fangen die Katzen an. Also bitte, es tut mir leid, wenn die jetzt ein bisschen lauter sind. Als Badezusatz habe ich das benutzt und ich fand, das hat richtig super, jetzt bin ich ganz durch den Wind. Es hat super lecker gerochen, so rum.